Ja, genau. Wie zufrieden bist du jetzt? Kannst du dich so drehen, dass du... Guck mal, Felix, da die Kamera. Ach so, hast du Kamera. Ja, okay, also, sorry. Der Livestream. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem Cast, mit dem Projekt, mit dem Film jetzt, als du ihn gesehen hast? Der Film ist besser geworden, als ich es mir gewünscht habe und auch vorgestellt habe. Er ist auch deutlich besser als das Buch geworden, deswegen bin ich komplett zufrieden. Okay, und wie, sag ich mal, wie schwer war es, so da die richtigen Leute, die richtigen Newcomer zu finden? Also mich haben sie umgehauen. Ja, das Schwierigste war das Casting einfach, weil wir schon irgendwie authentisch besetzen wollten und vor allen Dingen auch wirklich junge Leute, nicht irgendwelche 27-Jährigen, die wir auf 15 schminken so. Ja, deswegen hat es sehr lang gedauert, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was ist so, wenn ich dich fragen würde, sag mal so die was war vielleicht so auch in der Umsetzung die herausforderndste Szene und vielleicht auch so, jetzt als du den Film gesehen hast, die bemerkenswerteste, die schönste Szene, an die du dich noch gerne zurückerinnerst, wenn du dir das mal an den Film zurückdenkst? Ich weiß gar nicht, ob es eine Szene war, das herausforderndste war einfach Corona. Weil wir mussten ein Jahr verschieben mit dem Dreh und dann bla bla bla. Dann sind viele von den Darstellern zum Drehzeitpunkt noch nicht 18 gewesen. Das heißt, sie durften nur 4 Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, wir hatten doppelt so viele Drehtage. Das war eine Herausforderung. Welche Szene jetzt besonders stark oder... Ich glaube, was wirklich immer geil war, waren die Szenen, wo wir improvisiert haben. Weil da sind wirklich teilweise die besten Sachen bei rausgekommen und viele von denen sind auch im Film gelandet. Ihr habt ja viele Rapper sozusagen, auch gestandene Größen, Rap-Größen in dem Projekt mit involviert. Ja. Wie habt ihr da so die Auswahl getroffen? Wie ist das zustande gekommen? Ach, wir haben geguckt, wer reinpasst, wer Bock hat und dann natürlich auch, wer irgendwie vor der Kamera funktioniert. So. Und dann abschließend eine allerletzte Frage. Also mich hat der Film so umgehauen und ich würde mir wünschen irgendwie, dass es da ein Prequel von Marco gibt oder halt einen zweiten Teil. Gibt es da wirklich die Möglichkeit vielleicht dazu, wenn der Film gut ankommt? Es ist unabhängig davon, ob der Film gut ankommt oder nicht. Ich muss erstmal die Fortsetzung schreiben, aber ich bin dabei. Okay, vielen Dank. Danke dir. Danke. Hey. Hallo. Wir würden gerne mal bitte. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Hi. Habt ihr es geschafft? Ja, klar doch. Hey. Also erstmal vielen Dank nochmal, dass ihr auch nochmal hier aufopfert. Wie ist das so für euch jetzt so im Moment jetzt auf Boden Teppich und endlich sozusagen ganz Deutschland, nicht nur der Berliner, sondern ganz Deutschland hier euer Projekt zeigen zu können? Es ist mega. Wir machen das hier für die Leute, die den Film gucken und rausgehen und sich genau die Fragen stellen, die Jungs sich stellen und hoffentlich eine geile Zeit haben, wenn sie im Kino sitzen und den Film genießen, genauso wie wir das tun und ihn genauso abfeiern, wie wir das tun, weil ich hoffe, das wird jeder. Es ist ein grandioser Film geworden. Und wir machen das, weil es uns Spaß macht. Ja, ist richtig geil. Ich freue mich. Wir haben 1,5 Jahre wirklich darauf gewartet, die ganze Zeit. Dann wurde es verschoben und alles und es ist richtig geil, dass wir jetzt endlich feiern dürfen.
Ja. Habt ihr, sag ich mal, noch irgendwie einen ganz besonderen Moment, wenn ihr euch an die Dreharbeiten zurückerinnert, der sofort quasi im Gedächtnis wieder da ist, wenn ihr daran an die Zeit euch zurückerinnert? Ich glaube, das ist schwer auf ein Erlebnis herunterzubrechen. Es war so viel. Es waren 3 Monate Drehzeit. Jeder Tag war der beste meines Lebens. Es war unfassbar. Wir haben so viel erlebt in so kurzer Zeit. Jeder Tag war nicht wie der andere und alles war so aufregend. Da gibt es, glaube ich, kein Einzel-Event, was da heraussticht. Es war alles mega. Ebenso. Ich meine, es kommt mit Ernst. Die ganze Drehzeit war heftig. Eine Erfahrung, die man so nicht haben kann. Ja, kein Hexen hinzufügen, ist genau das. Habt ihr eigentlich, sag ich mal, ihr seid ja Newcomer, habt ihr irgendwie bestimmte Rituale euch schon eingeeignet, um irgendwie alles um euch herum auszublenden, bevor es so ans Set geht und ihr eine Szene drehen müsst? Nicht wirklich. Ich komme immer gerne runter von der Szene. Das ist sehr wichtig für mich persönlich. Einfach mal Ruhe reinzubringen, alles auszublenden. Ich mache das immer einmal kurz Augen zu, bisschen ruhig, 2-3 Atemzüge und dann geht's in die Szene. Aber am wichtigsten ist eigentlich die Dynamik im Team, die Dynamik zwischen uns Jungs. Und das kommt halt, wenn wir viel Vorlauf haben, viel schon miteinander rumquatschen, spielen. Und dann kommt's zur Szene. Wir brauchen eine gute Dynamik und die haben wir gezeigt. Ja, das wollte ich auch sagen. Also eigentlich die Atmosphäre war immer so gut und man hat sich immer so unterstützt gefühlt, dass man eigentlich immer bereit war zu drehen. Einfach gut essen. Ich esse einfach gut davor und dann passt alles. Ja. Habt ihr, sag ich mal, irgendwie eine bestimmte Szene, sag ich mal, die eure Lieblingsszene ist? Gino-Szene. Ich sag nur Gino-Szene, mehr nicht. Bei mir ist es wirklich Sanchez-Szene, die mit seiner Mom. Ich hab den Film zweimal gesehen, jedes Mal hatte ich Gänsehaut. Ja, ich weine bei jedem Mal, wo ich den Film sehe, bei Gino-Szene. Ich finde die sehr emotional. Aber meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, wo wir in die Schule rein wollen und nichts klappt. Vor allem auch mit der Waffe. Ich finde, die Szene ist ultra komisch und mega gut gelungen, ja. Worauf freut ihr euch jetzt am heutigen Tag noch ganz besonders? Also worauf habt ihr, was steht jetzt noch an sozusagen am Abend und vielleicht auch die nächsten Wochen? Feiern. Heute wird gefeiert. Heute wird 2 Jahre Arbeit gefeiert. Ja. Genau. Heute wird erstmal gefeiert und was danach kommt, gucken wir. Ich hoffe natürlich, dass die Resonanz der Leute positiv ausfallen wird, wie auch schon auf der Berlinale, dass wir die Leute hier glücklich stimmen können und dass alle heute glücklich nach Hause gehen. Wer von euch dreien ist denn eigentlich seiner Figur am ähnlichsten? Ich weiß es nicht. Ich würde auch sagen, ich. Eigentlich schon, ja. Und ihr hättet, aber höre ich da raus, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, auch richtig Bock, dass es da eventuell weitergeht im zweiten Teil, oder? Safe, auf jeden Fall. Also muss man gucken. Ich bin ehrlich, man kann ihn auch so belassen. Es wäre geil, aber muss gucken. Wenn man einen zweiten Teil macht, dann gut. Also ich hätte auf jeden Fall Bock auf den zweiten Teil. Es wäre natürlich schade, wenn der zweite Teil dann nicht so gut ankommt und sowas alles. Aber den zu drehen, hätte ich auf jeden Fall hundertprozentig Bock. Ja, ich finde die Diskussion über den zweiten Teil sind eigentlich jetzt noch hinfällig. Weil erstmal muss der erste gut ankommen. Und Leute reden immer sehr schnell über den zweiten Teil, weil man immer mehr will. Vor allem auch in Zeiten von Streaming. Aber jetzt haben wir erstmal ein richtig gutes Produkt. Und da sind wir stolz drauf. Okay, ja, Jungs, dann vielen Dank erstmal dafür. Danke dir, und gerne. Danke sehr. Super geiler Film. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Hey, Jungs, habt ihr noch Bock auf ein paar Fragen? Klar, hey, mach mal. Thank you.
Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, kurz am roten Teppich. Wie viel bedeutet dir, da gerade bei diesem Projekt dabei zu sein? Sehr viel. Ich habe auch zu Felix Lobrecht gesagt, ich will in diesem Film mitspielen. Also seit ich ihn kenne, hat er mir davon erzählt. Und ich meinte, ich will da eine kleine Rolle haben. Und er meinte, okay. Und ja. Hattest du auch das Buch gelesen vorher schon? Oder? Ich muss sagen, ich habe die Hälfte nur vom Buch gelesen. Ich habe dann aufgehört und ich habe auch den Film noch nicht gesehen bis jetzt. Also ich sehe ihn erst jetzt und deswegen, ich bin gespannt. Was hat das für dich so besonders gemacht? Auch gerade jetzt, sag ich mal, diese Geschichte, die ja von Authentizität wahrscheinlich auch sehr geprägt ist. Also mich hat das echt umgehauen, so wie authentisch das alles rüberkommt. Eher wie so ein Dokumentarfilm, meine Augen. Ja, das liegt halt daran, dass er selber aus der Gegend kommt und das weiß, weil meistens ist es in den Medien, wird es immer ein bisschen anders dargestellt. Jetzt nicht komplett falsch, aber halt anders. Und wenn man es selber erlebt hat, und ich habe ja, das ist ja unsere Gemeinsamkeit sozusagen mit Felix, wir haben es ja beide erlebt und deswegen, glaube ich, kommt das dann so authentisch rüber. Ja. Und sag ich mal, wie würdest du jemandem Außenstehenden erklären, was die Gropiusstadt ist, dieser Kiez hier? Was ist das Besondere hier letztendlich? Schwierig zu sagen. Also wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich sagen, das ist so ein bisschen ghetto-mäßig. Ja, ist halt so. Weil ich glaube nicht, dass Leute, die in Mitte wohnen, jetzt zur Gropiusstadt gehen, um da zu shoppen. So, weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es halt so ein Neukölln-Ding und ja. Und waren so die Dreharbeiten generell mit dem Team und der Crew und den tollen jungen Schauspielern auch? Total gechillt. Also ich bin ja keine Schauspielerin oder so, ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich fand es total angenehm. Was jetzt den Soundtrack anbelangt letztendlich, so wer alles sozusagen auf Features beigesteuert hat, hast du da schon mal reinhören können oder generell halt, hast du vielleicht auch selber was beigesteuert? Nee, ich habe selber nichts dazu beigesteuert leider, aber ich finde den Soundtrack sehr gut und da sind viele Rapper dabei und ich glaube, ja, es wird den Leuten gefallen. Bei der Geschichte von den vier Jungs, hat dich das auch so ein bisschen, sag ich mal, auch daran erinnert, wie du aufgewachsen bist oder wie Leute um dich herum aufgewachsen sind sozusagen? Also war das sehr authentisch oder wie hast du das empfunden? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe den Film noch nicht geguckt, aber das, was ich von der Story weiß, ist sehr authentisch, weil es geht halt einfach um Jugendliche, die in Neukölln aufwachsen. Es sind ja keine Erwachsenen oder keine Gangmitglieder oder keine irgendwas, sondern es geht halt einfach darum, wenn du Jugendlicher bist und einfach in so eine Welt geboren wirst, wie du dann damit umgehst. So. Und das, ja. Kanntest du von dem Projekt, bevor du quasi mitgemacht hast, schon einige von denen? Also klar, Felix kanntest du, aber auch von den anderen drumherum, die alle sozusagen mitbeteiligt waren? Ja, es gibt schon 1, 2, 3, 4 Personen, die ich auch schon vorher kannte, ja. Okay. Und ich sag mal, du hast ja gesagt, es ist für dich auch was Besonderes, sozusagen dabei zu sein. Denkst du dann auch sozusagen, dass so eine Geschichte, wenn die gut ankommt, auch einen zweiten Teil verdient hätte, dass es da eventuell sozusagen, also mal, würdest du dich auch freuen, wenn da sozusagen die Geschichte weitergesponnen wird und es einen zweiten Teil eventuell gibt, wenn, sag ich mal, der Erfolg sich da auch einstellt, weil das ja, die Geschichte hat ja nur einen kleinen, sag ich mal, Zeitraum von den Jungs, ne, und die ist ja nicht über mehrere Jahre und ich denke mal, da könnte man sich echt was Schönes vorstellen, ne, dass es da weitergeht, oder? Wie siehst du das? Ja, bestimmt, also ich habe es halt noch nicht gesehen, es kommt ja auch ein bisschen aufs Ende an und wie das dann endet und so, klar, warum nicht? Kanntest du Louvre vorher? Kanntest du Louvre, der den Marco spielt, vorher schon? Also nee, persönlich nicht, nein. Okay. Habe ich heute kennengelernt in diesem Bus, mit dem wir hier hingekommen sind. Wie ist das generell so quasi, das Gemeinschaftliche hier auf dem roten Teppich stehen? Was macht ihr heute Abend noch? Was habt ihr, wie ist der Tag bis jetzt abgelaufen? Was steht da noch an? Ja, also das ist auch was ich und Felix gemeinsam haben. Wir sind eher so ein bisschen lockerer. Wir sind jetzt nicht so, dass ich habe mich jetzt auch nicht darauf jetzt krass vorbereitet. Ich bin halt jetzt hier. Und wir machen danach irgendwas Cooles. Wahrscheinlich gehen wir in irgendeine Bar oder machen eine Aftershow-Party. Ich glaube, es gibt eine Aftershow-Party. Wahrscheinlich werden wir da hingehen. Ja. Was steht bei dir sozusagen in der nächsten Zeit, in den kommenden Wochen, Monaten an? Darüber kann ich jetzt nicht so viel reden, aber ich bin auch am Worken. Ja. Schauspielerisch willst du da auch sozusagen vielleicht doch nochmal schauen, dass du vielleicht noch die eine oder andere auch größere Rolle sozusagen spielst? Würde dich das freuen, wenn du da auch Angebote bekommst oder willst du lieber bei der Musik komplett bleiben? Nee, also ich habe eigentlich gar nichts dagegen, wenn ich Angebote bekomme und ich habe auch ein paar Angebote bekommen. Und aber Musik ist natürlich mein Hauptding und bei mir ist es so, ich glaube, ich kann nicht so gut einen Text lernen. Ich glaube, ich bin eher so ein Impro-Mensch, der dann gut schauspielern kann, wenn er halt einfach weiß, was die Szene gerade ist, aber nicht so diesen Text auswendig lernen und so, weiß ich nicht. Aber ich freue mich über Angebote, wenn Leute denken, ich passe in ihre Rolle oder in ihren Film, dann hi. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche viel Spaß bei der Premiere und alles, was kommt. Dankeschön. Euch auch. Danke, ciao. Ich musste die ganze Zeit meinen Nagel festhalten, einfach. Ja.
Bedeutet Ihnen das, auch bei so einem Projekt dabei zu sein? Ich fand Sie grandios als Vater. Sie sind selber grandios. Naja, gegenüber der Weltproblematik, was da ist, dass man noch solche Filme rausbringt, finde ich das sehr mutig. Und es ist zeitgeschehen. Und ich habe mit diesem Regisseur gute Erfahrungen gemacht, was ich nicht gedacht hätte. Was bedeutet hier auf dem roten Teppich zu sein, jetzt gerade mit der ganzen Crew und dem ganzen Cast? Das ist der orange Teppich hier extra bei uns. Das ist ja wirklich cool, weil wir sind hier wieder in der Gruppe Start. Das heißt, es sind ganz viele junge Leute aus Gruppe Start, die jetzt den Film zum ersten Mal sehen. Und das so, das hat sich auch Felix halt immer gewünscht, sozusagen, dass wir so den ersten richtigen Aufschlag hier machen. So. Und das passiert jetzt so. Und genau, und David habe ich jetzt auch kennengelernt bei diesem Projekt. Und er ist halt so einer der wenigen Schauspieler in Deutschland, die auch bestimmte Rollen, bestimmte Realness überhaupt verkörpern können. So. Und da gibt es gar nicht mehr so viele, so, die das wirklich können, sozusagen. Sag mal, welche Szene, hat dir besonders Spaß gemacht zu drehen? Alle Szenen macht einem Spaß, alle, dafür ist man ja auch Schauspieler. Also
Da gibt es nichts, außer auch wenn du eine Szene, die langweilig ist, dann macht die auch Spaß. Und wie war das jetzt mit so jungen Schauspielern am Set zu sein? Gut, sehr gut, sehr gut. Wir hatten nicht so viel zu tun. Ja, leider nicht. Aber es sind neue Stars. Und Gino gespielt. Aber und David ist halt auch beides sozusagen. Das heißt, er kann sozusagen ganz echt spielen und so weiter, aber er ist natürlich auch trotzdem ein unheimlich erfahrener Schauspieler. So. Das heißt, er konnte auch dann Gino auch so ein bisschen auch so auch Technik zeigen und so weiter. So. Das heißt, David weiß eben auch so, wie man das auch effektiv rüberbringt und so weiter. So. Und das war wirklich cool, dass er auch eben beides kann einfach. Das passt jetzt schon, das soll nicht so viel von mir reden. Ich war froh, ihn kennenzulernen, auch über, sagen wir mal so, um Ecken, heimliche Ecken. Und ich muss sagen so, ja, wir können uns auf jeden Fall streiten, das ist gut. Das gehört auch dazu einfach. Und wie war generell die Set so unter euch Schauspielern und natürlich auch mit dem Regisseur, mit allen sozusagen? Super cool, also jeder hat sich eigentlich untereinander verstanden, also es war eine super Stimmung am Set. Du, die Jungs sind sehr gut. Ich habe also gern dazu geguckt und vielleicht lernt man ja selber noch was, ne? Nein, also wie gesagt, der gesamte Cast war bei diesem Film wirklich besonders so und hat den Film getragen und trägt ihn halt bei jeder Vorführung. Und da bin ich besonders stolz, so, dass das so gut geklappt hat. Und bist du auch musikalisch da so mit übereingekommen mit dem Straßen-Hip-Hop sozusagen? Nicht so ganz, weil wir sind aufgewachsen mit der Oldschool von damals Amerika und alles rüber. Und das, was heute ist, ja, so. Generation zu Generation kriegt das ab, was sie bekommen soll. Ne? Und ist okay. Mich freut's, dabei zu sein und viel Glück dem Film, ganz einfach. Ist das so dein Musikgeschmack dann, Elo? Was jetzt genau? Ja, ich höre Hip-Hop, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu alt für mich. Also, aber es ist trotzdem coole Musik auf jeden Fall. Also Sido feiere ich eigentlich auch, deswegen. Dein Musikstil ist es aber auch sozusagen, was im Film verarbeitet wurde, oder ist das eher sozusagen, weil es authentischer sozusagen, natürlich, man musste sozusagen auch die Musik einbauen, oder ist das auch was du auch persönlich selber zu Hause hörst? Nein, das war nicht so meine Hauptmusikrichtung so, aber ich habe es nochmal anders schätzen gelernt, auch sowohl das Historische von 2003 sozusagen so, also ich kannte die Lieder natürlich so, aber das war jetzt nochmal was anderes so und es war auch interessant so, auch mit den ganzen Rappern als Schauspielern zusammenzuarbeiten und wie die jetzt sozusagen auch so Lieder machen für den Film und so, das heißt so, also man hat auch trotz, obwohl ich schon was wusste, noch einen ganz anderen Respekt auch vor der Kultur. Was steht heute noch generell an? Wie läuft der Abend? Wie geht der Abend sozusagen jetzt weiter? Na, jetzt gehen wir langsam hoch, damit der Film jetzt ein wenig kommt und so. Und ja, dann ist heute Abend eben noch ein, trinken wir noch was zusammen und dann geht auch richtig die Kinotour los. Und am 2. März eben der richtige Kinostart. Gut, dann erstmal bei euch vielen Dank. Vielen Dank. Und dann haben wir noch mal zwei, drei Minütchen. Wie ist das jetzt? Wie ist es jetzt für dich sozusagen jetzt auf dem roten Teppich? Wir haben vorhin schon gesprochen, da war es noch ein bisschen gechillter sozusagen. Ja. Jetzt ist man ein bisschen on fire. Wie fühlst du dich? Was geht gerade in dir vor, so mal in deine Gefühlswelt sozusagen reinblicken zu können? Ist crazy. Also ich kann nicht viel dazu sagen, so, weil es einfach krank ist. Also so, ich hätte niemals gedacht, dass ich, also das sagt wahrscheinlich jeder, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich hier bin. Deswegen ist es krass. Auf wen hast du dich jetzt bei der Premiere vielleicht so am meisten gefreut, den du jetzt lange nicht gesehen hast? Weil die Jungs hast du ja jetzt schon auch die letzten Tage sehen können und den Regisseur, aber von den anderen? Wen ich lange nicht mehr gesehen habe, auf den ich mich gefreut habe, waren Juju und Lucio. Auf jeden Fall, ja. Okay. Gibt es eigentlich irgendwas so vom Set, was so irgendein Utensil, was so eine Requisite, was du mitgehen lassen hast? Nicht geklaut, aber wir haben am Ende so, wie nennt man die, Filmklappen geschenkt bekommen und die habe ich bis heute in meinem Zimmer. Ich wollte die eigentlich auch einrahmen, aber bin ein bisschen zu faul, den Rahmen zu kaufen. Aber die steht in meinem Zimmer und da immer Erinnerung. Und hast du, sage ich mal, jetzt schon auch als Jungschauspieler schon irgendwie mit dem Schauspielcoach irgendwas entwickelt, ein Ritual vielleicht auch entwickelt, das dir dabei hilft, so wenn du weißt, du musst jetzt gleich ans Set alles um dich herum auszublenden, alle die um dich herum wuseln und dich total zu fokussieren auf was dann kommt? Nee, also ein Ritual habe ich nicht, aber so, ich versuche mich einfach zu konzentrieren und es klappt auch. Also ich, zum Glück brauche ich nicht irgendwas anderes, ja. Bei den Drehorten, was war vielleicht so der Ort, der am bemerkenswert, also der dir am meisten sozusagen imponiert hat, wo ihr gedreht habt, bei den Außendrehs?
also wen ich jetzt am eindrucksvollsten fand, oder? Auf jeden Fall, ich glaube sogar die Balkonszene mit Sanchez. Oder wo wir oben auf dem Dach sind, weil dieser Ausblick auf diese Betonstadt ist so krass. Also ist teilweise auch echt schön, aber es ist so krass, also wirklich so cool. Es sieht sehr cool aus von da oben. Was bedeutet dir das generell sozusagen hier in Berlin, den Film jetzt sozusagen auch dem deutschen Publikum jetzt mal außerhalb der Berlinale, wo er ja am Samstag schon Weltpremiere gefeiert hat, zeigen zu können? Ich sag die ganze Zeit, dass es krass ist, aber es ist so surreal. Also es ist so, ich war hier auch oft als, was heißt als Kind, ich bin immer noch ein Kind, aber so, ich war hier oft damals, so weil meine Schule auch hier in der Nähe war. Und dass ich hier jetzt auf dem orangen Teppich bin, es ist unfassbar, es ist krass. Wie war generell eigentlich so die Zusammenarbeit mit Felix jetzt? Ich weiß, er war jetzt kein Regisseur, aber er war Drehbuchschreiber, er war sehr involviert in das ganze Projekt. Wie war so die Zusammenarbeit? Wie ist er so als Mensch, als du ihn auch kennengelernt hast? Mega, mega cool. Also sehr korrekt, also richtig bodenständig. Also hätte ich ihn nicht erkannt, dann wüsste ich nicht, dass er berühmte Person ist, deswegen, ja. Und die Zusammenarbeit mit deinem Regisseur, wie lief die so ab? Richtig, richtig gut. Also David hat uns richtig geholfen bei den Szenen, hat uns immer am Set wohlfühlen lassen. Also er hat auf jeden Fall dazu, glaube ich, auch beigetragen, dass der Film dann letztendlich auch authentisch rüberkommt. Also ich finde, dass er authentisch rüberkommt, weil er uns auch einfach ein bisschen zusammengeschweißt hat, auf jeden Fall. Und du würdest, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, du würdest auch, sag ich mal, es ist eine abgerundete Geschichte, aber du würdest auch nicht Nein sagen, wenn man dich fragen würde und sagen würde, let's go, zweiter Film, habt ihr Bock drauf, oder? Ich hätte safe Bock drauf, vor allem mit diesem Cast, also diese Leute sind hier so korrekt alle, deswegen, ich würde mich sehr freuen. Das heißt, ihr seid auch, sag ich mal, wenn die Kamera aus ist, ihr seid in Kontakt geblieben, wie hat sich das so entwickelt zwischen euch vielen, weil die Chemie auf dem Screen vor der Kamera sozusagen, die war ja gigantisch gut, also die hat so imponiert, wie war das, als die Kamera aus war? Weiterhin so. Also wir haben uns richtig gut verstanden. Ich fahre jetzt auch, ich fliege mit Raphael, also dem, der Gino gespielt hat, fahre ich im Sommer nach Rom oder fliege nach Rom. Also wir sind privat immer noch richtig gut befreundet. Wie geht es jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen mit dir, mit euch jetzt weiter mit der Crew? Gute Frage. Also mal gucken, was auf uns zukommt, würde ich sagen. Ja. Das heißt, du bist auch bei der Kinotour in einigen Städten auch mit dabei live, oder? Nee, leider nicht. Also ich bin ja noch in der Schule, deswegen habe ich Schule und bin nur am 7.3. bei der Kinotour in Berlin dann dabei, genau. Gab es jetzt, weil du es eben erwähnst, in der Schule schon viele Rückfragen, Leute, die dich kennen, dass sie gesagt haben, Alter, wann kommt das Ding endlich raus, ich will das sehen, wie ist das abgelaufen? Noch nicht so viele verschiedene Personen, aber so dieselben Personen kamen immer wieder zu mir, so wann ist es soweit und so, aber es ist sehr cool, also ich bin auch gespannt, was die Leute dann zum Film sagen letztendlich. Bist du quasi, hast du auch deine Familie mit hergenommen heute bei der Premiere oder Freunde auch mit eingeladen? Oder bist du alleine sozusagen, hast du gesagt, guckt euch das lieber in Ruhe an? Ich habe auf jeden Fall meine Familie mitgenommen, also drei Tanten, mein Vater, zwei Brüder und dann noch Bekannte auch noch. Also ich habe hier sehr viele Leute, würde ich sagen. Gibt es eigentlich jetzt schon, ich weiß, das war dein erstes großes Schauspielprojekt, gibt es aber jetzt oder gab es schon Anfragen oder ist schon irgendwas in Planung, was du drehen wirst, worüber du wahrscheinlich jetzt noch nicht reden könntest, aber gibt es schon irgendwas? Nee, im Moment noch nicht, aber mal gucken, was dann nach dem Film auf mich zukommt. Ich hoffe auf Großes natürlich, aber man muss realistisch denken. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns. Heute viel Spaß bei der Premiere und dann sehen wir uns bald wieder. Sehr, sehr. Ciao. Alles Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Skylines hat mir damals ja, doch. Ja? Ja, okay. Ja. Sag mal, jetzt, ich war ganz perplex, als ich quasi den Film jetzt auch in der Pressevorführung sehen durfte. Und ich hatte vorher noch nicht so viel sozusagen drüber gelesen gehabt und dann habe ich mich gefreut, dich wiederzusehen. Ja. Weil es ist natürlich eine Zeit vergangen seit Skylines und ich habe immer geschaut, Mensch, wo ist vielleicht Olex noch irgendwo dabei? Ja, und hier. Ja. Wie ist das, als die Anfrage kam oder musstest du ein Casting durchlaufen? Wie ist das zustande gekommen? Die haben mich gefragt, ob ich Bock habe für eine Rolle. Da gab es eine gute Rolle, die ich gut konnte. Alles, was Automaten und Spielothek oder
Bistro oder Restaurant zu tun hatte. Dann habe ich gesagt, alles klar, mache ich gerne. Habe ich einen Tag gemacht, Casting. Und danach, die haben gesagt, der ist es. Der weiß, wie man umgeht und so mit den Sachen. Und dann war super. Also ich habe mich auch gefreut. Ging auch locker, 3 Tage, eine Woche in Berlin verbracht. Alles abgedreht. Und ja, Mann, jetzt Premiere. Und ich sag mal, ist ja auch, man kann ja, du bist ja wahrscheinlich auch sehr stolz darauf, weil der Film lief Weltpremiere bei der Berlinale, du warst auch da beim roten Teppich. Yeah. Was geht einem da, sag ich mal, durch den Körper? Das ist doch, oder? Ist doch ein tolles Gefühl, oder? Nee, auf jeden Fall, Alter. Man muss wissen, was man vorher gemacht hat in seinem Leben, welchen harten Wege man gegangen ist, dass man die Ruhe behält, cool bleibt und natürlich sehr, sehr stolz drauf ist. Ich bin sehr stolz drauf, hier zu sein, dass die mich ausgewählt haben, mich gefragt haben. Felix ist ein Baba-Typ, Alter. Der hat alles im Griff. Der weiß, wenn man mit den Leuten redet, der ist authentisch und der hat sich auch die authentischen Leute ausgesucht. Also alle, die dabei waren, jeder ist authentisch. Ein purer, authentischer Film, sag ich dir. Du hast ja dadurch auch in Gropiusstadt gedreht. Wenn du das mit Köln irgendwie auch mit der Hood vergleichst, sozusagen, gibt es da irgendwie so, sag ich mal, Parallelen? Oder wie würdest du Gropiusstadt vielleicht beschreiben, was vielleicht auch ein bisschen abhebt von Gebieten in Köln, die ähnlich sind? Das ist einfach so dieses Block-Ding, was einem eh immer gefällt. Einfach Block. Und auch natürlich, dass es im Jahr, glaube ich, 2003 spielt oder so. Also auf jeden Fall von früher. Das war, glaube ich, der heißeste Sommer Deutschlands. Und allein diese ganze Atmosphäre macht es schon richtig Baba. Und wie waren so generell die Dreharbeiten? Ich meine, bei den Szenen sozusagen, wie viel Spaß hat das gemacht? Was war vielleicht herausfordernd und musstest du dich groß vorbereiten? Ja, natürlich musst du erstmal, du musst erstmal das Hörbuch, habe ich gehört. Jeden Tag im Auto. Aber die Rolle, wo ich gespielt habe, die kam dann erstmal gar nicht vor. Die kam erst später, weißt du? Und ich habe so gewartet beim Hörbuch, wann kommt Marek? Aber es war viel später dann. Und also für die ganze Geschichte. Ja, das war krass. Ich habe mich natürlich, es war erstmal verwirrend für mich, mitzuspielen im Film und so Sachen. Das war schon krass, Alter. Aber geil, hat Bock gemacht. Wie findest du generell, ich weiß, jetzt bin mir nicht ganz sicher, ob du, wenn jetzt nichts Falsches sagen, ob du auch einen Song beigesteuert hast zum Soundtrack, aber Da gab es einen Remix. Mit, glaube ich, mit allen Rappern, die mitgespielt haben. Und ich habe da meine 12 Bars abgelegt. Da gibt es auch ein Video in der Nacht. Muss man nochmal checken. Super, super. Louvre Baba-Stimme, Baba-Typ auch. Und ich glaube auch, da ist jede Menge Zukunft in sich für ihn, Alter. Auf jeden Fall. Wo hast du deine Szenen, die Szenen, die du spielen musstest? Wo wurden die gedreht? An welchem Set? In Berlin, glaube ich, in Mitte. Ich habe da so einen Laden, Digga. Das war so ein, keine Ahnung, wie so ein Bistro? Das ist so eine Kneipe mit Automaten hinten und so, ne? Und ja, Mann, Berlin-Mitte. Bist du auch auf den Platz gefahren mit dem Auto, habe ich auch gesehen, da einsehen. Ja, genau, stimmt, Platte. Da haben wir auch nochmal gedreht, das war in Gropiusstadt dann original. Da haben wir in Gropiusstadt gedreht. Auch super Blocks, Alter, ziemlich hoch alles, zu geil, Alter, zu Baba. Und wie war generell so, sage ich mal, dieses ganze Zusammenspiel auch mit den anderen Schauspielern sozusagen am Set, wie war so die Atmosphäre? War geil, war richtig locker, war dick entspannt. Und das war echt entspannt, Bratte. Ich hab's mir schlimmer, also erstmal so Angst natürlich, weißt du, du spielst vor Kamera und so, stellst dir erstmal anders vor, aber ich sag dir, am Ende war das zu Baba. Es war einfach locker so. Jeder war authentisch, wie gesagt, ein authentischer Film. Du durftest reden, wie du konntest, wie du wolltest, ohne jetzt einen fetten Block einen Monat lang auswendig zu lernen, was total so auch hart ist, ne? Und die Authentizität spielt am meisten die größte Rolle. In jedem Film auch. Du weißt, die größten Filme sind authentisch am besten. Und wie war die Zusammenarbeit mit David, dem Regisseur? Zu krass. Also hat super Spaß gemacht. Die Leute sind super nett, haben auch professionell immer erklärt, wie alles jetzt abläuft, wie das abläuft, weißt du, was ich meine? Und deswegen konnte man sich da auch gut so konzentrieren auf die Sache. Er hat einen beruhigt, wenn du jetzt irgendwie krass nicht gecheckt hast, was abgeht. Er hat immer da gut geredet mit einem und so. Super Regisseur. Also. Ja. Ey, bester Mann, ey, wa. Gut, bester Mann, gute Runde, alle. Wir haben zu krasse Runde. Wie geht's dir, Bruder? Super, und dem? Wie ist das jetzt für dich, so auf dem roten Teppich zu sein und jetzt das Projekt endlich vorstellen zu können, ganz Deutschland zeigen? Ist brutal, ist wirklich krass. Wir haben ja schon Berlinale auseinandergenommen. Ja, am Samstag war das, glaube ich. Samstag, ja. Wir haben die konnten nicht, die haben Kulturschock des Todes. Was? Die laden uns die wieder mit Box reingelaufen. Das oder, ist, oh, was geht beim Bruder? Alex, Bruder, du musst noch an meinem Boxautomat boxen nachher. Ich mach. Ich mach ein bisschen mehr Platz. Heute 0 Uhr kommt der Song. Also der Sonnen- und Beton-Song. Ewa. Hier ist der Haupt. Guck mal her ganz kurz. Das ist der Hauptmann. Das ist der General, Youngster. Und den werdet ihr noch in ganz vielen Filmen sehen.
Das ist eine große Zukunft für Berlin und generell für alle Filme. Gibt euch böse. Fratucha, Alter. Was steht doch jetzt bei euch noch an jetzt so? Du sagst gerade 0 Uhr, kommt jetzt ein Song raus. Nichts entspannt, Brad. Ich gehe auf jeden Fall pennen, weil ich muss morgen früh nach Frankfurt zurück. Da geht's für mich weiter. Und ja, Mann. Album, Musik. Weiter, weiter. Was steht bei dir so in der Zukunft an? Ja, meine letzte Single kam erst raus, Matador. Das ist meine erste Album-Single von meinem Hauptalbum Matador. Und ich arbeite jetzt an der zweiten Single und wollen dann auf Tour gehen natürlich und alles. Deswegen erstmal Single für Single, Monat für Monat. Ja, Mann. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Hat mich wieder extrem gefreut. Gerne wieder. Alle, also ein Ciao, Borolge. Ich würde gerne. Lass die Memo. Ja. Ey, wisst ich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten damals Ja, kann sein. Als ich dich gesehen habe, ist mir wirklich ein Herz aufgegangen. Also, weil ich habe mich echt gefreut, dich und auch Olex wiederzusehen nach Skylines damals. Und wie war das für dich? Wie wurdest du sozusagen, wie bist du Teil dieses tollen Projekts geworden? Ich wurde gecastet hier in Berlin. Ich wurde hierher gerufen von David und seinem Team. Und ja, es hat direkt gefunkt scheinbar und hat super geklappt, war ein geiler Dreh, ja. Wie würdest du das so generell, sag ich mal, das ist ja jetzt Berlin, aber so sag mal bei dir auch in der Hood, wie würdest du das vergleichen? Gibt's da Parallelen oder ist das nochmal Gropiusstadt nochmal was ganz anderes, sag ich mal, im Vergleich? Ist beides ähnlich? Ich meine, Parallelen gibt's auf jeden Fall. Das Einzige, was anders ist, ist halt ein bisschen die Sprache. Aber ansonsten ist genauso wie in Berlin, ist genauso wie in Frankfurt oder in Köln oder sonst wo, in jeder Großstadt in Deutschland halt, ne? Wie war generell so die Atmosphäre am Set? Die war relativ entspannt, sehr gelassen, also die Jungs waren sie selbst einfach, ne? Die haben sich einfach selbst gespielt, deswegen war es eigentlich ganz easy. Und jetzt hier bei dem Projekt die Zusammenarbeit mit dem Regisseur, mit David, wie war die jetzt? Auch vielleicht im Vergleich zu Skylines damals? Sehr angenehm, würde ich sagen. David ist ein sehr angenehmer Typ. Er weiß ganz genau, was er will. Hat uns auch alle super in Szene gesetzt. Von daher würde ich sagen, eine 10 von 10. Sag mal, hast du den Film ja schon komplett in der ganzen Länge gesehen? Was, sag ich mal, auch vielleicht von deinen Szenen mal unabhängig, aber was ist vielleicht so die Szene, die dir dann ganz besonders so neben deinen eigenen Szenen so im Gedächtnis geblieben ist? Was hat dir ganz besonders gut gefallen jetzt beim fertigen Film? Die Szenen von den vier Hauptdarstellern, wie die zusammen gechillt haben, dieses Freundschaftliche und so, der Vibe kommt halt richtig geil rüber und das hat mich am meisten geflasht am Film. Und wo wurde, sag ich mal, diese Szene? Ihr habt ja in Gropiusstadt gedreht. Wie war das? Sag mal, warst du vorher schon da oder wie würdest du vielleicht auf dem Außenstehenden beschreiben, dieses ganze Setting drumherum? Wie ist das sozusagen? Wie muss man das wahrnehmen, auch als Schauspieler? Ich meine, ich war ja schon öfter in Berlin, von daher kenne ich ja die Ecken mittlerweile. Ja, ich habe mich wie zu Hause gefühlt irgendwie. Also, das war mir nicht fremd, das Ganze. Okay. Und ist dir sonst noch irgendwie was ganz Besonderes in Erinnerung geblieben von den Dreharbeiten, wo du sagst, wenn ich an die Dreharbeiten zurückerinnere, da weiß ich ganz genau, weil da irgendwas schiefgegangen ist oder weil... Warum auch immer? Ich sag dir, ich kann mich ganz genau erinnern, es war Corona-Zeit, über 34 Grad Hitze mit Masken, Corona-Test, ey, das war die Hölle. Das war auf jeden Fall hart. Okay. Und sonst, sag ich mal, gibt es schon welche Projekte, wo du angefragt wurdest, worüber du schon ein bisschen reden darfst? Nein, noch nicht, also darf ich nicht drüber reden. Sagen wir es mal so. Okay, was steht sonst so musikalisch vielleicht bei dir auf dem Programm jetzt? Musikalisch steht mein nächstes Album an, nächste Woche kommt meine neue Single raus und ja, wir gehen weiter Vollgas, ob musikalisch oder in der Filmbranche. Was sagst du zum Beispiel auch zu Luwe, der ja den Titelsong jetzt beigesteuert hat oder generell auch den ganzen Soundtrack, der um den Film entstanden ist? Ich sag, die Musik macht sehr viel aus im Film. Das wird man auch sehen, wenn man sich den Film anguckt und die Musik hört und sehr viel Atmosphäre auf jeden Fall. Sind das auch in deinen Augen so die Erfolgsfaktoren, die den Film nachher richtig, sag ich mal, auch pushen werden, weil er sehr authentisch ist, weil er quasi sich um die Jugend dreht und halt eben genau diese Themen behandelt, die für die Jugend auch wichtig ist heutzutage? Ich glaube, der Film wird auf jeden Fall bei der Jugend ankommen, die werden den Film feiern. Ich glaube auch, dass er generell in allen Gesellschaftsschichten ankommen wird, der Film. Von daher bin ich mir sicher, auf jeden Fall. Super, alles klar. Danke dir, viel Spaß bei der Premiere. Ja, schade. Ich bin der Schmied, der für euch spricht.